Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Project Cars mit mir, euer Madim und dem General von Knotencode. Ich finde das jetzt geil, ja, von Knotencode. Die Rache ist mein. Die Rache ist dein? Ach so, ja, wir fahren jetzt ein bisschen an der Küste lang und wir fahren jetzt mit klassischen Autos, ne? Ich habe mir den schönen Ford GT rausgesucht, den Original. Und was fährst du da? Ach so, den 300 SEL 6,8 AMG. Das war ja auch ja. So ein Monstrum, ne? Ich finde, das sieht cool aus. Also optisch hat er was, aber so, ich bin mal auf Regen gefahren, da war ganz schön mies. So, ich weiß natürlich nicht, wie der Ford sich fährt. Ich bin den, glaube ich, noch nicht gefahren. Und wir werden sehen, was uns jetzt erwartet. Ich bin gespannt. Was? 95 Kurven? Scheiße. Oh, ja, ich habe eine langere Strecke ausgesucht. Oh ja. Okay, das ist vergleichbar das mit dem Dings hier, ne? Mit dem Nürburgring? Also dann ist die Folge dann zu Ende, wenn wir die Strecke gefahren sind? Ja, wahrscheinlich. Das könnte hinkommen. Gut, ich reihe mich dann schon mal auf dem... Oh, ein Flugzeug. Oh. Wie der wackelt, geil. Das sind alles nur so eine Classic Cars, das ist natürlich geil. Ich starte natürlich auf dem letzten Platz. Gott, hat der eine Federung, ey. Oh. Ach du Scheiße. Ah, Alter, der ist überhaupt nicht unter Kontrolle, das Ding. Ich mache einen kleinen Fehler und der bricht sofort aus. Auf welchem Platz bist du gestartet? Oh, Scheiße. Auf dem zweiten. Mein Auto lenkt nicht. Ja, meiner lenkt zu doll. Wenn ich Gas gebe, ich drehe mich sofort. Alter, ich bin hier eben schräg gefahren. Ich habe kein Fahrwerk. Achso, auf jeden Fall eine lustige Strecke, das gefällt mir. Ich möchte aber die Strecke, weiß ich nicht. Aber es ist ein Sprint, wie es aussieht, es geht. Ja, aber trotzdem, 19 Kilometer, ne? Aber ich dachte, wir müssen noch drei Runden fahren. Ah nee, das wäre ja krank. Ich darf kein Vollgas geben, sonst bin ich weg. Hier ist ein Kreisverkehr. Au, hau ab. Also der Benz ist echt unfahrbar. Ja, dafür hältst du dich ja noch ganz gut, mein Freund. Ich muss mich hier durchkämpfen. Ich hab mein Chassis verloren. Ich hab Blick auf meinen Motor und auf mein Ersatzrad. Ich sehe aus wie das Batmobil jetzt. Ohne Scheiß, das ist original das Batmobil. Yeah. Batman. Jetzt dein Einsatz. Batman. Ey, das ist richtig geil, das Batmobil, Alter. Jetzt also komm, überhol mich mal, ich will mir das angucken. Ich komm geflogen. Wo bist du denn? Ich bin Vierter. Oh, ich bin hinter dir. Du bist gerade gegen die Wand gefahren, ne? Ja. In meinem Krepelauto hier. Ja. Also ich rede jetzt vom Batmobil aus den modernen Teilen, ne? Ja. Dieser komische Panzer da mit diesen fetten Rädern. So sehe ich jetzt auch aus von hinten, Alter. Ich komme. Nö, nö, nö. Dö, dö. Dö, 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 dö. Mein Auto lenkt nicht, das ist doch kacke, ey. Ich kann hier um jede Kurve... Nein! Also habe ich meine Front auch noch verloren. Und du fahr doch, dreh dich doch, du Scheißkiste. Das gibt's doch gar nicht. Oh. Nein! Ich kann mich nicht mehr drehen, Alter. Ich kann mich nicht mehr drehen. Die fahren mir alle in den Arsch. Aber das war's. Ich komme nicht nie wieder ran an euch, Alter. Ich hab nicht mal mehr ein Frontchassis. Ich hab gar nichts mehr, Alter. Die haben wir, Alter, das musst du sehen. Aber ich bin fair. Ich setze meinen Wagen natürlich nicht zurück. Es gibt den Knopf tatsächlich. Aber ich habe gedacht, ich fahre hier fair. Ja, ne? So wie im richtigen Leben kann man das Auto ja auch nicht zurücksetzen. Aber ich krieg euch nie wieder eingeholt. Ich bin jetzt auf dem 12. Ah, ich bin letzter, siehst du. Wunderbar. Und ich war schon auf dem 5. So, jetzt bin ich schon wieder 11. Also ich kämpfe mich. Batmobil kämpft sich durch. Ne, das schaffen wir auf jeden Fall. Weil mehr kann ich hier nicht verlieren, außer ein Rad oder sowas. Du bist schon Dritter. Ja, bist ja auch vorne gestartet, also sei still. Aber ich kaum, wir fahren Benz hier. Und?
Der fährt sich wie eine Couch. Ja, der fahr mal mein Monster hier. Was bei jedem kleinen Gas geben sofort hier durchdreht. Ich kann kein Vollgas fahren. Und jetzt habe ich nicht mal mehr Luftwiderstand. Also hier, also aerodynamisch bin ich nicht mehr. Ich bin einfach nur noch Motor und irgendwie. Ja, eine Fahrerkabine. Das sieht aber geil aus, ne? Also nicht mal die Hälfte der Strecke, oder? Oh, ich bin jetzt schon wieder Siebter, also ich komm. Ich bin Dritter. Ich mach dich noch fertig, mein Freund. Ja, jetzt den Zweiten. Der Underdog kommt wieder nach vorne. Ja, ich bin wie Rocky. Oh. Ja, ja, wie Tiger. Von ganz unten. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Bleibe ich ganz unten. Adrian. Ronald. Ronald. Du schaffst es. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Aber das ist ein Eisenschwein, wenn ich hier fahre. Dünn. Oh, fahr doch rum. Oh nein, jetzt wurde ich überholt. Jetzt drehe ich mich. Nein. Ja, meiner wollte sich auch gerade drehen. Oh Mann, ich war fast Zweiter, jetzt bin ich Vierter. Nicht mein Tag, bitte. If you have a bad day. Oh, jetzt geht alles schief. Ja, meiner will jetzt auch nur noch drehen. Oh, hier liegen Teile auf der Straße. Warst du das? Das ist durchaus möglich. Sind das Teile von dir gewesen? Wenn sie grün sind, dann ja. Ja, ich glaube. War ein Kotflügel oder sowas lag da. Oh Mann, aber die Strecke ist ganz geil. Ich finde die cool. Die Strecke ist cool, ja. Die Autos sind eine Scheiße. Ach, wir müssen nur lernen, damit umzugehen. Mit dem Batmobil hier. Ist klar. Vielleicht schaffe ich es noch auf dem 6. Den könnte ich noch kriegen. Das ist nämlich auch nur ein Ford GT. Wie viel Prozent haben wir jetzt eigentlich schon? 64, oh. Womit könnte man die Strecke denn mal fahren? Brauchst du schnelle, wendige Kisten? Toll, Fünfter. Sechster. Oh nein! Ich bin hinter dir, mein Freund. Ich krieg gar nichts mehr gebacken, ne? Da bist du. Ich baue einen Unfall nach dem anderen. Irgendwie ist der Flair raus hier. Ich bin hinter dir. Fahren wir nicht in den Arsch. Ne, ich versuche vorbeizukommen, aber das ist schwierig. Das Batmobil ist hinter dir. Oh no. Nein, das wollte ich nicht. Komm, das ist auch Batmobil, oder nicht? Das ist original, das Batmobil. So weit überholt mich. Oh. Ich fahre eigentlich nur schräg. Ist total krank, die Karre. Oh. Ich muss deinen auch mal fahren, den bin ich noch gar nicht gefahren. Ja, viel Spaß damit. Ach komm doch, zieh doch rum hier. Was, der suchst du auch so ein Mist aus. Der sieht hübsch aus. Das war doch auch eine AMG noch, ne? Ja, aber er fährt sich auch genauso, wie er aussieht. Ach so. Ja, also hübsch. Ja, hübsch. Aber das kannst du im Rennen nicht gebrauchen, hübsch. Da kannst du nur das Batmobil gebrauchen. Ja. Der war auch nichts weiß. Der kam gerade Feuer aus dem Arsch. Ah, ich guck mal gerade, meine Endrohre sind geil. Sieht aus wie so eine Kanone. Boah, jetzt war ich dicht dran bei dir und das dreht mich.
Alter, diese dreckige Lache, ey. Die bringt dich um den Verstand heute, ne? Aber ich erreiche ja auch keinen Podiumsplatz, von daher ist egal. Das kann dich ja einen Scheiß interessieren. Ich bin genug, dass du vor mir bist. Ach, das bringt dich schon zum Fluchen, ja? Ja. das reicht schon, ja? Oh, oh. Ey, komm, du fährst ein halbes Auto. Nein, ich finde den hübsch. So, jetzt hole ich mir die anderen. Oh, oh. Komm doch. Nein, geh weg von der Wand. Oh, der lässt nicht mal ab von der Wand. Komm. Oh, nochmal gemault. Ich krieg den vorne nicht eingeholt. Oder schneidet er durch? Ach, wir sind durch. Ja, mein halbes Auto ist geil, auf jeden Fall. Ich habe meine Front aber noch nicht gesehen. Ich fand das nett, das Rennen. Ich nicht. Hab ich dich noch gekriegt? Gekriegt. Scheide, ey. Das sagt man nicht. Welchen Platz bist du denn gelandet? Oh Gott. Weiß ich jetzt gar nicht, muss mal gucken. Ich habe da jetzt nicht mehr drauf geachtet. Die sind irgendwie gar nicht drin in der Liste, deswegen. Ach so, wahrscheinlich habe ich keinen Platz, weil ich die Rundenzeit ungültig war. Das kann natürlich auch sein. Aber die Strecke war cool. Die war auf jeden Fall cool. Ja, hier gibt es die erste Etappe wieder. So, haben wir die hier schon Mount Pandrama. Bathurst. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Fahren wir jetzt einfach mal, weil wir haben noch 10 Minuten. Na dann. Und was wollen wir fahren? Was hast du einen speziellen Wunsch? Oh, was Schönes. Was Schönes? Ja, was Schönes haben wir nicht. Wollen wir nochmal die GT fahren? GT3, GT4. Ach hier, das ist richtig Stocker. Aha. Ich will was Schönes fahren. Was sich vernünftig fährt und nicht irgendwelche kranken Experimente von dir her. Okay, dann fahre ich jetzt mal das Ding. Wir werden sehen. Gut, dann wieder ein Cut. Bis gleich. So, willkommen zurück. Ja, ich fahre das BMW M1 Procar. Oh, nee, ne? Wieso nö? Ich kann den Trans M, den 320er Turbo und den Cabrio auswählen. Ich will den Procar mal fahren. Dann nimm auch das Procar. Ich habe das Procar nicht. Aber du hast es bei mir drin. Ja? Bei mir steht, dass du es auch fährst. Bei meiner Wagenauswahl ist es nicht vorhanden. Ach stimmt, das habe ich ja dazu gekriegt wegen dieser... Deshalb will ich das Ding ja auch mal fahren. Ich bin den nämlich noch nicht gefahren. Dann ändere ich mal keinen Wagen, vielleicht kann ich es dann auch fahren. Ja, bei mir stehst du drin mit BMW M1 Procar. Ja. Du kannst ja auch den einen Dings fahren. Den Benz, wenn ich den ausgewählt habe. Stimmt, ja. Was ist das? 23 Kurven. Australien, wir fahren mal in Australien. In Australien, auf Australien, was sagt man? Durch Australien. Genau. Ich glaube, die Strecke sind wir noch nicht gefahren. Also, ich kenne die noch nicht. Oh mein Gott. Hast du das Poker? Ja. Klingt auf jeden Fall schon mal nett. Das war ja auch so ein Biest bei World. Aber guck mal, ich starte hinten. Bist du schon wieder auf dem zweiten oder so, ne? Ja. Weil ich hier jetzt erstelle, bist du meistens vorne. Ist auch krass. Ja, der erstellt hat Arschkarte. Ja. Gut, stört mich nicht, wie gesagt. Ist halt so. Ich versuche, gebe mein Bestes hier. Aber er lenkt sich erstaunlich gut, muss ich sagen. Der fährt sich wirklich gut. Toll, jetzt hat der eine mich so ein bisschen abgelenkt hier. Aber so vom Handling her? Okay. Ich hab's natürlich... alle ganz gut zu sein, die Special Caster. Ja. Aber der kommt super sauber um die Kurven rum, also jetzt mal ehrlich. Ja. Der ist geil. Mhm. Ich hab's natürlich jetzt trotzdem ein bisschen schwieriger, mich hier durchzukämpfen. Weil die ist sehr eng zum Überholen, also ich komme hier kaum vorbei. Ich bin jetzt echt positiv überrascht. Er fährt sich gut, ja? Sauber, denke ich. Der neigt sich auch schon so geil. Er neigt jetzt echt nicht zum Ausbrechen oder so. Perfekt. Perfektes Handling, also wirklich.
Okay, das habe ich jetzt gerade verkackt. Sauber. Also den kann ich wirklich empfehlen. Ja, der ist cool. Auch die engen Kurven nimmt er sehr gut. Vor allen Dingen fährt er nicht einfach geradeaus. Das ist die Überraschung des Abends, muss ich sagen. Definitiv. Ich habe jetzt gedacht, das ist echte Möhre. Oder ein Auto, was viel Power hat und sich nicht fahren lässt. Und vor allen Dingen schnell ist er auch noch. Das war jetzt ein bisschen verkackt von mir, aber er kommt schnell wieder in die Spur rein, muss ich sagen. Richtig geil, das Ding. Ja. Auch von der Ausrichtung wirst du super gefangen. Ja, auf jeden Fall. Vor allem ist das mal einer, der wirklich gut abbremst und gut rumkommt. Vor allem kannst du mitten in der Kurve nochmal Gas geben und er dreht sich nicht sofort. Ja. Das sind jetzt alles nur Pro-Cars vorne, ne? Ja, komme ich natürlich nicht mehr ran. Ich bin aber schon auf dem vierten. Aber ich schaffe euch jetzt nicht mehr. Es sind noch zwei Runden. Naja, aber trotzdem. Komm schon ein bisschen dichter. Nee, macht Spaß. Absolut, ja. Müssen wir uns merken, die Karre. Aber schade, dass du den nicht hast. Nee. Was war dein Special? Der Ford GT war bei? Denn das Procar und der Benz, ne? Ja, und der Benz war ja auch mega geil. Vom Handling. C-Coupé, ne? Ja. Aber ich würde sogar sagen, dass das Procar ist besser vom Handling. Viel besser. Weil der bricht ja so gut wie gar nicht aus. Ah, oh, scheiße, jetzt habe ich abgekürzt. Oh, nein, 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 nein. War das verkackt? Ja, ich habe nicht diese eine geknickte Kurve, da habe ich nicht drauf geachtet, da bin ich durchgefahren. Ich auch. Und da habe ich Zeitstrafe gleich gekriegt. Ja, habe ich in der ersten Runde auch schon, in der zweiten Runde auch. Echt? Erste Runde ja. Bin ich sauber durchgekommen. Ja, was heißt sauber, aber ohne Zeitstrafe. Dann bist du noch auf dem ersten? Ja. Hast die nicht durchgelassen, ne? Wie denn? Auf der engen Strecke kommt keiner vorbei. Oh, bei 270 ist Schluss. Ja. Nein! Was? Ist verkackt gerade? Ja. Wie das denn? Aber richtig verkackt, ey. Komplett von der Strecke geflogen. Die hast du aber alle aufgehalten jetzt hier, ne? Ja. Weil ich bin jetzt auf einmal richtig dicht dran gekommen. Ich bin auch erster geblieben noch. Ja, ich versuche jetzt wenigstens noch um den zweiten zu kommen. Damit ich einen Podiumsplatz kriege hier. Ich weiß gar nicht, was da vor mir fährt. Das ist auf jeden Fall kein Procar. Ich weiß nicht, was das ist. Benz fährt hier unten noch rum, habe ich vorhin gesehen. Na los, na los, na los. Der Start war der erste. Komm, lass mich ran, lass mich ran, lass mich ran. Scheiße, ich will wenigstens noch auf dem Podium. Podiumsplatz brauche ich noch. Welchen Platz hast du? Vierten. Ich komme nicht ran. Hm? Ist nicht nur bis zum dritten? Bis zum dritten. Ah, lass mich vorbei. Lass mich vorbei. Oh, jetzt mache ich nur noch Fehler. Scheiße, ich komme nicht an diesem Idioten vorbei. Das ist der Benz hier vor mir. Ich komme nicht ran. Und einer hängt mir ganz dicht an der Stoßstange mit mir. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Ich bin eben ganz knapp. Ich muss ihn nur irgendwie in den Arsch fahren. Nein. Oh, verdammt. Jetzt habe ich ihn überholt. Aber mehr schlecht als recht hier. Ja?
Im Real Life wäre ich jetzt tot. Mehrfach. Der General ist wieder hochkonzentriert. Oh ja, ich will endlich mal alles einrennen. Ja, da hast du eins gewonnen und ich eins gewonnen, siehst du. Das kann ich nicht schlafen. Also wir reden von der heutigen Aufnahmesession, ne? Nicht wundern. Weil den ersten Sieg hat er ja verschenkt. Quasi in der letzten Folge, ne? Mach mich nicht nervös jetzt hier. Ich warte nur. Ein Fehler, ich bin da. Ein kleiner Fehler. Ja. Nee. Nee. Aber immerhin auf den dritten, ja? Immerhin auf den dritten. Das war der Letzte mir im Arsch hing die ganze Zeit. Von ganz hinten, ja, mein Freund. So, gut, dann machen wir an der Stelle ein Folgenpäuschen. Und ich weiß noch nicht genau, ob wir uns in der nächsten Folge sehen. Vielleicht machen wir das auch, pausieren wir das auch erstmal und machen mit Resident Evil weiter. Das werdet ihr dann quasi sehen, weil, wie gesagt, so viel können wir euch hier nicht mehr zeigen. Und, ja, ansonsten alles in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt. Ich habe eben das Wort gesucht. Schön, dass du es gefunden hast. Das ist Wahnsinn, ne? Es ist schon wieder spät. Alles klar, dann sagen wir an der Stelle Tschüss. Tschüss.